Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin hier unterwegs im Kia Sportage PHEV Plug-in Hybrid und möchte euch hier ganz kurz gleich mal, weil ich das Auto für ganz kurze Zeit zur Verfügung gestellt bekommen habe, möchte ich gerne euch mal zeigen, wie der im Vergleich zu meinem Ford Kuga Plug-in Hybrid aussieht. Das heißt, ich möchte die beiden Autos mal auf dem Parkplatz nebeneinander stellen und werde euch mal ein paar Unterschiede, optisch natürlich, aber auch in der Ausstattung letztendlich zeigen. Diejenigen, die meinen Kanal hier des Öfteren sich anschauen, wissen, dass ich über meinen Ford Kuga Plug-in Hybrid einen sogenannten 24 Monate Langzeittest anbiete, wo ich seit über einem Jahr etwas mehr wie 20 Videos gemacht habe, wo ich das Auto wirklich im Detail, während ich es praktisch für mich privat nutze, praktisch darstelle, Verbräuche, Ausstattung etc. Und diesen hier, den Kia Sportage Plug-in Hybrid, habe ich mir als mein nächstes Auto schon bestellt. Den werde ich in einiger Zeit kriegen, wird ein paar Monate dauern und werde dann einmal anbieten, einen sehr ausführlichen Vergleichstest zwischen dem Kia Sportage Plug-in Hybrid und dem Ford Kuga Plug-in Hybrid. Die Autos habe ich 2 Monate, bevor ich den einen leasingmäßig abgebe und den anderen leasingmäßig bekomme. Und in diesen 2 Monaten werde ich die Autos wirklich sehr intensiv, das werdet ihr, also solche Tests werdet ihr, glaube ich, hier bei YouTube so nicht sehen können, werde ich euch dann zur Verfügung stellen. Aber da ich ihn jetzt, bevor ich mein Auto bekomme, kurz von Kia zur Verfügung gestellt bekommen habe, möchte ich den mal neben meinen Kuga gleich stellen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie sowas dann entsprechend unterschiedlich aussieht.
Ja, das war jetzt ein Schnelldurchlauf im Vergleich. Kia Sportage, PHEV gegen Ford Kuga, PHEV, Plug-in-Hybrid, wie auch immer man das nennen mag oder aussprechen mag. Ich finde, die Unterschiede sind schon eklatant. Ich finde gerade die optischen Unterschiede und vor allen Dingen innen natürlich dieses riesen Cockpit, was hier der Kia hat, also wirklich genial. Die Ausstattung natürlich auch, das heißt also die Optik auch. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Ford Kuga Plug-in-Hybrid, also der Ford Kuga generell, im Frühjahr 23 ein Facelift bekommt. Aber soweit man da schon ein bisschen was gesehen hat, also innen und außen, wird sich da nicht ganz so viel ändern. Er wird dann immer noch, naja, sagen wir mal, ein bisschen konservativ aussehen im Gegensatz zum Sportage, der sehr modern und also wirklich, ich bin begeistert von dem Auto, darum habe ich ihn mir auch bestellt. Jetzt scheinen hier wieder sehr schön durch das große Panoramadach die Sonnenstrahlen hier rein ins Auto und deswegen habe ich ihn mir ja auch bestellt, habe ich gerade gesagt. Und es dauert aber noch eine Weile. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, die beiden Autos so intensiv nebeneinander zu stellen, dass wir also wirklich, ich habe vor, mehrere Videos zu machen, wo ich die Autos wirklich eins und eins nebeneinander setze. Das heißt Front und Front, da gucken wir uns nur die Front an. Nur das Heck, nur innen, nur die Technik und so weiter, nur den Motor etc. Wo wir dann wirklich also auch im Detail ähnlich detailliert, wie ich das in meinem Langzeittest über meinen Ford Kuga Plug-in-Hybrid gemacht habe bis jetzt, auch weitermachen werde, bis ich ihn in einem halben Jahr ungefähr abgeben möchte, beziehungsweise muss, vom Leasing her ist dann vorbei. Und wo ich dann den Kia Sportage Plug-in-Hybrid für 2 Jahre bekomme und dann diesen Langzeittest dann auch von dem Auto mache. Am besten, ich quatsch hier immer weiter, am besten müsst ihr das, ihr müsst euch das gar nicht groß behalten, was ich jetzt gesagt habe. Am besten, ihr macht Folgendes, abonniert jetzt sofort den Kanal, dann seid ihr bei all dem, was ich in der Zukunft mit diesen Autos mache, immer dabei. Das heißt also abonnieren und Glocke betätigen, dann werdet ihr informiert, wenn es wieder was Neues gibt, auf dem Plug-in-Hybrid-Markt, beziehungsweise bei den intensiven Videos, die ich euch hier präsentiere, die ihr sonst bei YouTube so nicht bekommt. Das soll es gewesen sein, gebt mir gerne einen Daumen hoch, nochmal abonniert den Kanal und mich würde freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, tschüss!